Dzień dobry und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem YouTube-Kanal. Ich grüße euch. Ich bin hier in Polen, um genau zu sein, an der deutsch-polnischen Grenze. Auf dem Polenmarkt in, wie heißt das nochmal? Jetzt habe ich Hohenwutzen. Sorry, ja, der Name ist ein bisschen kompliziert. Wir sind hier auf dem Polenmarkt in Hohenwutzen. Ja, deutsch-polnische Grenze, Freunde. Für mich Neuland. Ich war noch nie in Polen, das ist mein erstes Mal in Polen. Ich bin sehr, sehr aufgeregt und auch motiviert. An meiner Seite Bilal, ja, Berliner, schön Döner gezeigt, und ich zeige ihm jetzt Polen, weil er war noch nie hier. Ja? Du warst in einem anderen Markt, ja? Slubica. Slubica war der, okay. Das Erste, was mir aufgefallen ist, ja, da werden jetzt die Frankfurter hier, die Süddeutschen hier staunen. Guckt euch mal hier die Preise an vom Sprit. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Bruder, Super 1,48, Super Plus 1,58, Diesel 1,42. Es ist ja umsonst hier. Du tankst ja hier umsonst. Ein paar Jahre alte Preise bei uns. Digga, das ist geil. Gefällt mir sehr, sehr gut. Da hinten ist ja, Leute, ihr seht, da Feuerwerk. Anscheinend kommen die auch Feuerwerk kaufen. Zigaretten da hinten. Wir gehen jetzt einfach mal rein und gucken, was da so abgeht, oder? Auf jeden Fall. Ja, also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist jetzt erstmal der günstige Sprit hier. Ja, Zigaretten und Feuerwerk, das ist Getränke, hier, das ist hier wahrscheinlich die Leute zu kaufen. So. Ja, ja. Und wir gucken uns das einfach mal an. Ich bin gespannt. Mal gucken, kann man mit den Polen hier handeln? Warte, ich kenne so ein paar Wörter hier, habe ich mir aufgeschrieben, oder? Ich sag euch ganz ehrlich, ich habe mich schnell. Können auch die Polen unter euch sagen, ob ich das richtig gesagt habe, oder? Also, Dzień dobry heißt guten Tag. Ikea kostje. Ikea kostje heißt wie viel? Ikea kostje wie viel? Jakletsche. Jakletsche heißt, wie geht's? Richtig, richtig. Jakletsche, richtig, ja? Ich muss Polen lernen, ja? Ah, das musst du lernen. Und Cech, Cech. Was? 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 Was brauchen? Und? Okay. Das, oh, guck mal hier. Siehst du gleich, oh. Ich bin kein Berliner. Ich bin Berliner. Frankfurt. Frankfurt oder? Ich bin, nein, Frankfurt, Südhessen. Weiter? Mein, ja, ja. Meine Leute, die haben gesagt, die wollen Polen sehen. Ich war selber nie in Polen. Gehst du mal im Polenmarkt, guckst du polnische Leute, Polen, gute Leute. Ich habe viele Leute gucken von Polen. Okay. Ja, sag, wenn du willst, rede polnisch mit diesen Leuten, ehrlich, schöne Leute. Das gute Junge. Ehrlich? Ja, Zigarette verkaufen, bitte. Frage. Oh, Zigarette. Diese für Fisch. Fisch, alles, alles. Oh, guck mal, die haben hier alles, Leute. Aber heute leer. Warum leer? Ich weiß nicht. Die müssen kommen, die Leute. Die Grenze, das ist zu, oder was? Nein, auf. Die sagen nichts. Zu warm. Ehrlich? Zu warm. Zu warm? Aber schön, Fischsachen, das ist deine, Mann? Nee, das ist gut. Das ist alles von denen, hallo. Ah, hast du gesehen? Angel, alles, Ausrüstung. Mein Vater hat sowas. Was kostet so ein Angelding? Was kostet das? Guter Preis machen, guter Preis. Guter Preis. Ja. Was kostet diese? Diese 30 Euro kostet. 30? Ich kenne mich da nicht aus, weiß nicht, was die kosten. Aber 30 Euro hört sich jetzt nicht teuer an, ne? Müssen wir mal gucken. Wir machen ein bisschen Runde, erstmal kleine Runde, ja? Können ja die Angelexperten unter euch schreiben, was sowas kostet. Oh, sind das richtige Waffen, Bruder? Nein, ja, Plastik. Was ist für Silvester? Krass. Hallo. Ja, ja. Gutes System. Ja, ja, ein bisschen mit Leuten reden, mit Leuten reden. Werbung, Werbung. Reklam, Reklam. Ja, ja. Da lacht er wieder, ne? Guck mal, oh, Wellensteinjacke. Guck mal, wunderschön. Und das Geile ist, man ist ja auf dem Markt alleine gerade. Oh, guck mal hier, für Frauen. Haben die alles da. Ja. Ja, heute ist ja auch ruhig. Weißt du, wie ich den Markt nochmal kenne? Voll. Weißt du? Ja, ja, hier ist das Todkram. Das ist ja krass. Ich fühle mich nur mit Verkäufern hier. Krass, hallo. Hallo. Oder ich muss auf Polnisch Hallo sagen. Warte mal, sorry, dobre, Leute. Dzień dobry. Dzień dobry. Und Sech. Dzień dobry. Okay. Das ist für. Boah, das ist gut, Bruder. Ja, ja, das sind Pansen und so. Boah, das ist jetzt hier für Hunde und für Ding. Da, ja. Das ist, ja, ja. Hier sind deine Schuhe. Jesus? Nee. Das sind aber Sanjak-Schuhe. Sanjik. Was ist das denn? Sanjik, Bruder. Aber ganz ehrlich, die sehen nice aus. Die sind doch gut, gell? Ja, ganz ehrlich. Sanjik. Nee. Sanjik ist doch irgendwie. Bosnisch. Ist es Bosnisch, gell? Oder Sanjak ist doch irgendwas, gell? Sanjak, genau. Sanjik sind es da. Die sind keine Adler, sind Sanjik. Was kosten die?
TNs. Ja? Mike TNs? Boah. Aber richtig billig. Echt? Nicht gut gemacht, hey? Mike TNs vom Polenmarkt, verehrte Zuschauer, ihr seht. Ja? Aber richtig Plastik. Ey, ja, ey. Aber was kostet sowas? Warte mal, was kostet das? 38. 38 Euro? Letzte? Das letzte. Letzter Preis? 38? Mit Logo? Ja. Ja. Das muss bezahlen Logo. Das hier Logo? Ah, okay, okay. Muss bezahlen Logo. Muss bezahlen Logo? Muss. 38? Das 2 Euro eventuell okay. Also ja, ja, ja. Minimal. Minimal, ja. 38 Euro. Aber ganz, wie viel kosten die neue? Die, Original 110. 180. 180? Echt jetzt? Also die hier. Die 180, gell? Und die auch wahrscheinlich, gell? Ja, die 100. Das ist andere Preis, Originale, normale. Ja? Das ist Qualität. Das ist Qualität, ja. Das ist Originalqualität aus. Das ist nicht original. Aber Originalqualität. Ja? 10 Euro. Aber das ist auch Qualität. 1 zu 1. Ja? Mach eine Logo, so das ist Qualität. 1 zu 1. 1 zu 1. Geh mal weiter. Wir gucken ein bisschen erstmal. Ne? Erste Mal hier. Warte, ich hab Polnisch gelernt. Ich will gucken, ob richtig. Dzień dobry. Ist richtig? Dzień dobry, ja. Ey, Bruder, ich muss mehr polnische Wörter auswählen. Wie geht es dir? Dzień dobry. Nein, wie geht's? Jak leci. Jak leci. Dzień dobry. Jak leci. Oh, das kaufe ich doch für meine. Wenn die hier. Guck dir das doch mal an. Die wissen wenigstens, wer gut ist. Aber der ist noch, mein Sohn ist noch zu Ding. Der ist noch zu klein, aber der soll mal da reinwachsen. Vielleicht wird was aus dem. Man weiß nicht. Inshallah. Inshallah, du, Bruder, du weißt nicht. Guck mal hier, Ronaldo. Gibt's das von? Ja, ja. Ronaldo. Ach so, bei den Saudis. Was kostet das? Ja? Der ist auch Al-Nassr jetzt. Und Haaland. Haaland ist auch krass. Haaland ist Maschine. Aber hier so Mbappé ist, was kostet das? Oredo. Oredo, da war ich in Tunesien, die benutzen das. Das ist so Telefonanbieter. Ja. Ja, ja. Aber ich glaube, das ist französisch eher. Immer neuer, deutscher Lauf. Ja. Neymar. Hallo. Hallo, ist das deine? Ja, Shirt? Bitte. Was kostet die kleine Trikots? Für meinen Sohn will ich eine kaufen. 20 Euro. 20? Mhm. Und die letzte Preis? 20 Euro. Ach, das ist die. Oh. Ich schau mal weiter. Vielleicht finde ich noch was günstigeres. Kein Problem. Dankeschön, ja? Kann man eigentlich nein. Bruder, du musst immer Produktionskosten sehen. Es gibt verschiedene Fälschungen. Ich kenne mich da schon aus. In Marokko? Ja, kostet 100. Ja, was war anders? 100, aber du musst sehen. Ich weiß, wie viel die in Marokko kosten. Und du kannst. Marokko ist jetzt auch nicht so weit weg von Polen, Bruder. Von Preise, oder? Sieht der andere Markt genauso aus, wo du warst? Istanbul? Nein, wie heißt der? Nee, der ist anders. Und das schönes Wetter. Guck mal hier, hello. 35, 5 Euro. Ja, Bruder, das ist schon teurer geworden hier. Ich hab das so für günstiger gedacht, weißt du? Hm? Ja, Inflation ist ja auch angekommen. Ist angekommen, gell? Spargel. Die Spargelpreise hier, Freunde. 2,90. Die kosten bei uns 3,99. Ist nicht viel günstiger. So dick sind die auch, ne? Ja, die sind sehr dick, ja. Ja. Und das ist Gurken. Was ist das denn? Gurken, glaube ich. Oder? Alter, aber das sind schon große Dinger. Das sind Mutanten-Gürtel. Boah. 4,20 ein Kilo. Gurken? Oh, Dicker. Kirschen? Sind die von Marvel oder was? Ich weiß es nicht, aber die sind sehr, sehr dick. Die Gurken, ja, ja. Ich suche Leberwurst. Wie bitte? Ich suche Leberwurst. Ich esse keine Leberwurst. Habt ihr nicht sowas? Nee. Wir arbeiten ja nicht mehr hier. Wir arbeiten ich sag dir, weil die rumrennen, hier mein. Nein, ich guck mir das doch nur an. Das ist doch nur für meine Freunde. Dass ich denen zeige, dass die hier in Polen schöne Gurkchen haben. Das ist ja ein ja, ja. Dankeschön, ne? Schwabe? Ja. Ein Schwabe? Nee, ich bin kein Schwabe, ich bin Hesse. Hesse. Aus Hessen? Ja, ja, aus Hesse. Wir kommen hier, wir wollen da mal den. Das ist doch Leberwurst. Ja, da hinten ist Leberwurst. Na ja. Ja. Komm, lass mal die hier sehen. Obst. Haben sie Entenbrust. Hi. Dann haben die hier Gurken. Aber was sind das für Gurken, Bruder? Ja, ich weiß nicht. Alter Schwede, in Polen sind richtig krasse Gurken. Guck dir mal die Tomaten an.
Guck dir mal, schöne Tomaten. Halb Chili, halb Tomate. Ja? Habanero-Tomaten. Was ist das denn? Das sind ja krasse Tomaten, Bruder. Hast du schon mal sowas gesehen? Hey. Guck dir das mal an. Da sind die Zigaretten. Sind die Zigaretten, kaufst du, hältst du deine Zigaretten hier? Nee, ich rauche deutsche. Ja? Warum? Sind da schon Unterschiede, sagst du? Ja, schmeckt nämlich davon. Echt? Guck mal, mein Preis bei deutschen Zigaretten. 20 Euro. Ja, guck mal bitte, wie teuer das geworden ist. 20 Euro. Bruder. Aber es ist doch Abzug, Leute. Aber tot, okay? Hier. Aha. 20 Euro ein Schachtel. Ja, was kostet da? 29 Euro. 29 Stück. Nee. 29 Stück. 35,50. 35,50. Eine Stange. Eine Stange. Wie viele Stück sind da? Ja, 20 pro. 20 mal und das ist? 60. Wasserkocher. Na, wer kennt's nicht? Ich brauche einen Wasserkocher aus Polen. Aber 15 Euro, Bruder, das ist schon. Das kosten doch in Deutschland nicht viel. Die kosten in Deutschland nichts, Bruder. Nee, kosten in Deutschland auch 10, 20 Euro. Ja, ich weiß. Na, du kriegst sogar gute. Ja, die gute kriegst du von Sony. Hier haben wir nochmal. Fragen wir den, was das kostet. Ja, die werden sich, glaube ich, eh alle absprechen. Echt jetzt? 100%. Naja, aber wenn die Streit haben, meinst du? 100%. Auch 20? 100%. Da hast du ja auch diese Neymar, Mbappé. Jetzt auch 20. Ja? Aber ich glaube, aber wenn die sich absprechen, dann werden die doch. Echt? Das eine hat bei dem einen 20 Euro gekostet und bei den Kollegen kostet es 15 Euro. Das heißt, wir hätten schon mal 5 Euro gespart. Das hast du nicht gedacht. Ich hätte gedacht, die hätten sich eigentlich abgesprochen, gleich Preis. Siehst du? Wäre schlauer. Ja, aber ja, nein, so. Jeder sein Ding, Bruder. Guck mal, hier sind wir Red Bull-Packung schon komplett gewickelt. Was kostet die? Alle Farben. Ist geil. Weiß nicht, was kostet Red Bull hier? Also der billige kostet 12 Euro. 12 Euro? Ich weiß, in Berlin, Großhandel, so ein Ding, 25 Euro. Was haben die da? Irgendwas Special haben die? Die haben nur Red Bull. Beste. Echt? No Sugar, Fanta, Peach. Hä? Was haben die da? Ja, Fanta ohne Zucker. Krass. Das ist doch... Fanta Pfirsich. Fanta Pfirsich ohne Zucker, Leute. Fanta Pfirsich ohne Zucker. Aber guck mal, wie das aussieht, bitte, Bruder. Putzen. Echt? Ja. Okay. Wo sind die? Wo bezahlt man? Hallo. Hallo. Einmal hier diese Red Bull. Zusammen getrennt. Zusammen. Na dann 3 Euro. Eine Zigarette. Stimmt zu was? Wie bitte? Stimmt zu was? Zigaretten schmecken nicht. Hallo. Ich glaube. Hey, wir brauchen ja keine Rechnung. Ja, muss ich leider. Heute echt? Kontrolle. Ja. Was für Kontrolle? FBI. Ja, was machst du? Siehst du Kontrolle da? Nein, das Blogger, ist doch. Blogger, das, nein, das ist nichts Schlimmes. YouTuber. YouTuber. Ja, auch YouTuber. Ja? Willst du meinen Kanal abonnieren? Ja, aber was machst du? Ich mach Vlogs. Vlogs, ja? Ja, schöne Sachen, ehrlich. Ja. Ehrlich. Abonnier mich. Ja, ehrlich. Schreibst du meinen Namen, schöne, gute Vlogs. Willst du Reklam? Ich mache Reklam deine Laden. Ja. Aber mit Geld, ja? Ja, natürlich. Geld, ja. Hast du Geld? Bisschen, nicht so viel. Du hast mehr. Guck mal, ja, deine Laden. Ich muss arbeiten. Echt? Nein, ja, ich arbeite doch auch. Das ist doch auch Arbeit, oder? Ja, natürlich. Guck, ich gebe dir meinen Namen. Was ist das? YouTube? Mhm. Ja. Zack. Mal sehen, wenn bist du guter YouTuber oder nicht? Beste, ja. Beste auf der Welt. Yusuf. Ja, warte. Das ist mein Kanal. Das ist schöne. Guck mal. Guck. Abonniert. Wow, seht ihr, Leute. Ja. Und jetzt muss hier bei mir. Seht ihr, Leute. Kaufen, ja? Ich hab gekauft, so, Fanta. Machst du diese alles Skitfood, ja? Alles, alles. Gute Essen, ne? Ja. Guck mal, guck mal. In Romania. Soll ich Romania gehen? Ja. Romania. Bist du Romania? Ja, Polen. Ehrlich? Ja. Romanisch, oh. Polisch. Aber Rumänien gefährlich? Nee. Gut. Normale, beste. Echt? Ja. Okay. Nee, ich bin ja erste Mal Polen. Ich wollte mal Polenmarkt, ich habe gedacht, aber warum leer? Polenmarkt leer. Aber jetzt ist schon so, muss der Wochenende, also Weekend, hier ist voll. Dann ist voll. Ja. Wären wir Wochenende gekommen, weil ich komme leer. Ich war in Tunesien, voll. Kennst du Tunesien? Nein. Kennst du nicht Tunesien? Türkisch, dreimal. Türkisch? Ja. Wo, Istanbul, Antalya? Antalya, Side und Özdere. Okay, aber hier bei euch kommen viele von Berlin einkaufen. Du stehst in Berlin? Frankfurt, ah, am Main, ja? Hessen. Oh, ich besuche. Da. Der ist Berlin. Ja? Berlin. Ja. Ich bin keine Berlin. Ich komme in Berlin. Berlin gut. Ja. Ja? Also dieser
Fanta No Sugar. Peach Aprikose, Bruder. Das schmeckt nicht so. Nee. Hauptsache kein Zucker. Ja, aber das schmeckt mir nicht. Weiß ich nicht. Ja, Freunde, wir sind hier wieder am Eingang. Eine Runde gedreht. Ich muss sagen, komm, Bruder, ich bin immer links. Ich habe wirklich noch nie so einen herzlosen Markt gesehen, Bruder. Aber also wirklich wie ein Körper ohne Seele, Bruder. Dieser Markt hat keine Seele, gut Bruder. Beschrieben, ja. Dieser Markt ist die so... Seele fehlt. Aber vielleicht am Wochenende mehr, aber... Aber ja. Aber auch die Produkte, sind hier auch... Hier geht es wirklich nur um Zigaretten, Tanken, das ist das Hauptding. Das war's. Da, Tabakshop, Tabak, überall. Ja, ja, Zigaretten ja, haben wir gesehen. Und vielleicht auch Getränke. Für die Shops. Das war's, ja. Das war's. Wir sind gerade wieder zurück nach Berlin gefahren. Was soll ich euch sagen, der Polenmarkt war für meine Verhältnisse eine pure Enttäuschung. Schade. Ja, wir hatten wirklich am Wochenende da. Der Bieder hat meinen Gesichtsausdruck gesehen. Ich habe da wirklich was erwartet. So. Das war so leblos. Herzlos. Ja? Ich weiß, ich habe sowas wirklich selten noch Wenn nie du essen gesehen. Gehst in einen Laden und der Verkäufer zieht Fresse, dann willst du nicht mehr nochmal essen. Du willst nicht dann nochmal essen gehen. Das, ja, das, da müssen die Polen da wirklich nochmal richtig Gas geben. Und auch wenn da nur zwei Kunden sind, Hund ist König, da musst du Gas geben. Auf jeden Fall. Damit die Leute nochmal kommen, du musst dir was überlegen. Kreativität, Kunststückchen, Lachen, Lächeln, oder? Die gucken mich, guck mal, Lächeln, ja? Oh, hier, schöne Zähne hast du. Verstehst du? Und der, jetzt hat der Bilal auch gesehen, da war ich ein bisschen enttäuscht. Hat gesagt, Yusuf, ich munter dich auf. Wir essen jetzt brutal in der Sonnenallee. Richtig. Ja, wohin gehen wir jetzt? Wir fahren jetzt zu City Chicken. Er hat sehr davon geschwärmt. Berühmteste halbe Hähnchen Berlins. Also es ist wirklich ein halbes Hähnchen. Jeder, der da war, hat noch nie so Leckeres gegessen. Anderes Leben wie jetzt gerade in Polen, ne? Habibi, hier ist Seele und Leben drin in der Straße. Ja, ja, das sehe ich. Hier, check mal ab. Sonnenallee. Ja. Hier hast du Sonnenallee. Das ist dein Lieblingsladen in Berlin, sagst du jetzt? Na, in der Sonnenallee. Echt? In der Sonnenallee? Nicht in Berlin? Berlin hat viel zu bieten. Aber du krass, hast gesagt, das beste halbe Hähnchen. Aber auf jeden Fall das beste halbe Hähnchen. Wenn du auf Fitness bist und so viel Sport machst, dann kommst du mal hier, ist dein halbes Hähnchen. Ah, Bruder, ich sag dir ehrlich, wenn ich auf Fitness bin, dann nur zu Hause. Sowieso am besten. Zu Hause machen ist am besten. Aber für den Notfall, sagst du. Aber wenn du den ganzen Tag unterwegs bist und Notfall, es nicht geht, ja, ja, geht. Fallst du dir ein halbes Hähnchen hier rein, bisschen Salat? Ja, ja. Nee, ist aber auf jeden Fall, boah. Musst aber auf die Pommes verzichten. Ja, okay. Shukra. Ja, komm, komm. So viel. Ich habe gedacht, locker entspannt. Boah, halbes Hähnchen hier. Hast du es dir so vorgestellt? Ich kenne es nicht anders. Boah, dann hat er hier. Boah, die sehen echt krass aus. Ich kenne es nicht anders. Ja? Und dann hier nochmal schön Reis, ne? Boah, der Reis. Ich muss jetzt mal. Okay, ich probiere jetzt erstmal den Reis. Ich liebe Reis. Dann können wir. Weißt du? Mach alles in den Chart. Ja. Freunde. Mal gucken, was dieser Reis kann, Freunde. Ja, probieren wir mal hier mit. Was sind das? Cashewnüsse? Ja. Mandeln, Cashews, keine Ahnung. Boah, wie das riecht. Was ist das? Was ist da Gewürz? Das ist arabische Gewürze. Vielen Dank, ja. Wollen wir noch eine Cola Zero? Willst du noch was trinken? Nein, nein. Guck mal hier, ich probiere jetzt mal das Hähnchen. Oh, die Haut ist das perverseste. Heiß. Nimm arabischen Brot dafür. So. Ohne Soße, erstmal nur so. Ja, probier. Erstmal so. Erstmal so. Ja. Ist krass. Das ist krass. Was ist das denn? Chiliöl. Chiliöl rein? So? Ja. Mach mal. Ein glückliches Foto für Rampe. So. Dann türkisches Hummus, Tomi, Chili. Schenkel. Wir machen jetzt den Big Baba Bite.
hier hast du den Burger mit Tumi, frisch panierte Chicken. Der Burger, Freunde. Das hier toppt alles, was ich gestern gegessen habe mit dir. Meine Meinung. Kannst du das nachvollziehen? Auf jeden Fall. Das hat keinen Spaß mehr. Das ist echt krank. Das ist Essen, Freunde, wirklich. Das ist First Class. Ja. Aber wirklich halt, es macht auch, das Hähnchen ist nur alleine schon so krass. Und dann, ich finde, Hummus ist die beste Kombo mit dem Hähnchen. Tumi sowieso. Und zusammen ist es einfach eine Symphonie. Macht, Bruder. Lange nicht mehr so lecker gegessen. Ich werde, wenn ich Berlin komme, immer hier hinkommen. Ich habe auch viele Bekannte, die, wenn sie nach Berlin kommen, direkt sagen, bitte lass uns zu City Chicken gehen. Ich habe das nicht gekannt, den Laden. Ja. Wirklich sehr, sehr lecker. Also dagegen, also jetzt langsam werde ich wieder glücklich mit dieser Polenmarkt-Aktion. Das ist eine gute Entschädigung. Das ist Talent, das gehört auf Ranking Nummer 1 in Deutschland. Halbe Hähnchen, also wirklich. Nicht nur halbe Hähnchen, allgemein als Restaurant. Ich habe schon überall halbe Hähnchen gegessen. Auch gute Läden entdeckt, aber keins kommt an dieses Hähnchen an. Bruder, was war das gerade? Ein Gaumenschmaus. Also Leute, ich muss sagen, wirklich sensationell hat das Ganze geschmeckt. Boah! Gaumenschmaus. Also du hast nicht zu viel verstanden. Ich selber, der wirklich jetzt öfter hier ist, ja, war halt wieder baff und begeistert. Brutal. Ja. Also wirklich diese, wie heißt der, City? City Chicken. City Chicken müsst ihr unbedingt probieren. Wirklich, Leute. Wenn ihr in Berlin seid, geht da einfach mal hin. Probiert einfach mal. Stark, sage ich euch. Wirklich sehr, sehr lecker. So, auf jeden Fall, Leute. Ich denke mal, wir beenden hier das Video. Wir haben, das hat mich sehr, sehr gefreut. Genug Footage. Und ja, wir hoffen, dass das Video euch gefallen hat. Und wünschen euch einen angenehmen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.